nur meine Pflicht. Und wenn sie dir befehlen, mich umzubringen, dann tust du das auch. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellungen, das Kinomagazin. Wir sind hier beim Zürich Film Festival, wo gleich der Film Deutschstunde seine Premiere feiert. Und es werden die Schauspieler Tobias Moretti und Johanna Wokalek und auch Regisseur Christian Schwocho erwartet. Ja, und worum es in dem Film geht, das zeigen wir euch jetzt. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs soll Sigi in einer Strafanstalt einen Aufsatz zum Thema Die Freuden der Pflicht schreiben. Und erinnert sich zurück. Sein Vater Jens, ein pflichtbewusster und regimetreuer Polizist, muss während der NS-Zeit ein Malverbot gegenüber dem befreundeten Künstler Max aussprechen. Sigi soll seinem Vater dabei helfen, die Einhaltung des Verbots zu überwachen. Doch Max malt weiterhin seine Bilder und baut darauf, dass Sigi seinem Vater nichts davon erzählt. Als sich der Konflikt zwischen den beiden Männern zuspitzt, steht Sigi vor einer schwierigen Entscheidung: Anpassung oder Widerstand. Wo willst du hin? Du musst es deinem Vater sagen. Du hast dich vor ihm gezeigt. Angeboten hast du dich ihm. Du bleibst stehen. Kommst du wieder? Deutschstunde basiert auf dem gleichnamigen Roman von Siegfried Lenz aus dem Jahr 1968. Die Rollen in der Kinoadaption sind prominent besetzt. Ulrich Nöten spielt den autoritären Polizisten Jens Ole Jepsen, Tobias Moretti den Maler Max Ludwig Nansen und Johanna Wokalek dessen Ehefrau Ditte. Inszeniert hat den Film Bad Banks Regisseur Christian Schwocho. Auf welche Art und Weise wolltest du diese Geschichte erzählen? Also was war dir so bei der Inszenierung wichtig? Mir war wichtig, dass man den Zweiten Weltkrieg als Setting hat, aber dass es nicht vordergründig um den Zweiten Weltkrieg geht, sondern ich wollte darüber erzählen, wie Faschismus wie so ein Virus, wie so eine Krankheit am Leben bleibt. Der Film endet ja auch nicht mit dem Ende des Krieges, sondern er erzählt weiter und erzählt, wie etwas, was man geglaubt hat, besiegt zu haben, wiederkehrt und sich einfach eine andere Uniform anzieht, in Form der Figur, die Ulrich Nöten spielt. Also es ist so eine Zeit, in der wir gerade leben, wo so eine Sehnsucht nach Diktatur wieder aufkommt, wo man Denkverbote ausspricht, wo man sich in Deutschland zum Beispiel wieder vorstellen kann, wo es Stimmen gibt, die sagen, dieses und dieses Theaterstück sollte aus dem Spielplan verschwinden. Wir müssen wieder deutsche Kultur auf die Bühnen stellen, wo man wieder so Definitionen schafft, was ist deutsch? Und das hat ganz viel mit Abgrenzung zu anderen zu tun. Und das ist, finde ich, albtraumhaft offen gestanden. Und mir war wichtig, einen Film zu machen, der da Teil einer Diskussion sein kann und vielleicht sogar, groß gesagt, Teil eines Widerstandes werden kann. Die glauben, dass Malen gefährlich ist. Die glauben, dass ich gefährlich bin. Wir werden zusammenarbeiten, Sigi. Gegen uns beide. Da kommt keiner an. Wollen wir zusammen malen? Du sollst ihn beobachten, aber du darfst da nicht malen. Brauchbare Menschen müssen sich fügen, mein Junge. Aus dir machen wir was Brauchbares. Es ist einfach das gesamte Werk eigentlich so, dass es nicht nur in seiner literarischen Breite, sondern auch vor allem in dieser Dramatisierung und diesem Drehbuch eigentlich so einen Fokus findet. Nicht nur betreffend die zwei Hauptfiguren, vor allem in Bezug auf das Kind auch, sondern das ist eigentlich ein Konglomerat von einem Ausdruck einer Gesellschaft, ist, die im kleinsten gemeinsamen Nenner beginnt, ja, noch dazu in einem Endort auf dieser Insel. Und man meint, da passt eigentlich kein Löschblatt dazwischen, weil die Leute miteinander können, weil sie miteinander leben und die politischen Bedingungen machen und so weiter, machen das so oder klüften das dermaßen auseinander, dass das eigentlich sozusagen das dramatische Element ist, die Verdichtung, dass sich das Ganze einfach unglaublich in dieser Geschichte immer wieder wiederholt. Und das ist schon atemberaubend, spannend, auch furchtbar, was da passiert. Und trotzdem ist es in irgendeiner Form auch sehr bildgewaltig und dramatisch erzählt. Muss man denn aufhören, die Pflicht zu tun und nach seinen eigenen Überzeugungen zu handeln? Ja, das ist ja die prinzipielle Frage, die sich uns allen stellt eigentlich. Und ich glaube, dass das da auch der Film einen Einblick gibt und keine Erklärung. Die Bilder müssen verpackt werden. Die Bilder müssen heute noch abgeliefert werden. Das sind empfindliche Bilder. Das sind kranke Bilder, Ditte. Unterschiedlich. Ich
bin ja die Frau von dem Maler und der sagt ja, es gibt jetzt das Malverbot und der Maler darf nicht mehr malen. Und daraufhin kämpft die Frau des Malers, die selber sogar den Gesang aufgegeben hat, was man ja heute schwer verstehen kann, dass eine Frau für jemand anderen sozusagen ihre Berufung oder so aufgibt, umso mehr darum, dass der Maler weiter malen kann. Und der Maler gibt aber irgendwann auf und wird da, verhält sich irgendwie passiv und dann gibt auch die Frau des Malers auf und sagt, wenn selbst du nicht mehr kämpfst jetzt um die Malerei, dann, und ich habe verzichtet auch auf etwas für dich in meinem Leben, dann kann ich das nicht verstehen. Wie wichtig ist es denn, sich in Form von Kunst gegen Unrecht aufzulehnen, auch wenn das sogar Strafe bedeuten kann? Ja, ich finde, Kunst hat halt die Aufgabe oder ist eben durch sich, heißt es, dass sie auf Dinge, dass sie darauf reagieren kann oder eben Fragen stellen kann und auch Haltung zeigen kann. Und das bleibt immer wichtig. Und inwiefern glaubst du auch, dass jetzt, sag ich mal, Kunst generell oder eben jetzt wie in deinem Fall ein Film dazu beitragen kann, dass da auch vielleicht bei Menschen, die das noch gar nicht so wahrgenommen haben, so ein Bewusstsein dafür entsteht, was gerade passiert? Kunst wird immer dann wirksam, wenn Menschen sich darüber austauschen. Also ich finde wirklich, als Filmemacher muss ich ja daran glauben und will auch daran glauben, dass das Kino ein Ort ist, wo Leute zusammen was erleben und sich dann austauschen und das in die Gesellschaft tragen. Ich erwarte jetzt nicht, dass die Wähler der AfD sich ein Ticket für die Deutschstunde kaufen. Ich erwarte aber schon, dass wenn der Film gesehen wird, dass man in Schulen zum Beispiel, dass Kinder darüber reden, dass Jugendliche darüber reden, dass man sich miteinander beschäftigt. Ich habe das auch übrigens schon ein paar Mal erlebt, ganz erfolgreich. Ich habe einen Film über den NSU, die braune Terrorzelle gemacht und ich weiß, ich habe damit junge Leute auch politisiert. Also das ist möglich, wenn man von vornherein ausschließt, dass Kunst in der Gesellschaft eine Bedeutung haben kann, dann darf man gar nicht erst anfangen, so einen Film zu machen. Nee, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass vor allem der Dialog, das Austauschen und bei so einer Geschichte vor allem, ich sag mal, Deutschstunden oder Fragestunden auch innerhalb von Familien losgehen, weil das finde ich immer noch das Größte, damit meine ich jetzt gar nicht das größte Problem, gar nicht nur in Bezug auf den Faschismus, man kann auch über die DDR-Zeit und so weiter sprechen, dass unangenehme Fragen von uns Nachgeborenen zu wenig gestellt werden, damit sich bestimmte Sachen nicht wiederholen. Du musst ihnen helfen! Die werden ihn umbringen, ist euch klar. Er hat dir gezeigt, wie man Schmerz malt. Was? Ja, Deutschstunde ist in jedem Fall eine wichtige Doppelstunde in Geschichte. Ja, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, der Film läuft seit 3. Oktober in den Kinos.